Joho, Stardew Valley-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Nach dem großen Erdbeben. Keine Ahnung, ist jetzt alles kaputt? Was ist mit unserer Farm passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube einfach, dass ich. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Oder auch nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Es gab letzte Nacht ein Erdbeben. Gibt es da was in den Nachrichten von? Nee. Was? Okay, was heißt das? Was ist los? Chili. Honey, das ist so peinlich. Ich habe meine violetten Glücksshorts verloren. Ich sag dir das, weil ich dir vertrauen kann. Wenn du sie findest, bring sie mir unauffällig zurück. Ich zahle gut, danke, Bürgermeister Lewis. Hey, du random Dude, der in der Stadt wohnt. Mensch, ich habe meinen Schlüpfer verloren. Kannst du ihn mir bitte unauffällig zurückbringen? Danke, dein Bürgermeister. Louis, was ist los mit dir? Dann machen wir das mal. Das klingt ja spannend und lustig. Ja, ich habe keine Briefe. Gut, ich wollte gießen gehen. Es ist... Manche Dinge muss man halt einfach auch nicht verstehen, ne? Oh, jetzt habe ich schon wieder vergossen. Ich vergieß mich die ganze Zeit. Ich kann das nicht, okay? Ich kann das nicht. Seht ihr? Seht ihr, was ich schon wieder gemacht habe? Ich habe schon wieder den Weg gegossen. Ich übe noch. Oh. So, Interelius, vielen Dank fürs Subscriben. Willkommen im verpeiltesten Stardew Valley Let's Play aller Zeiten. Ich gebe mir ja schon reichlich Mühe, okay, Leute? Ich gebe mir Mühe. Ich gieße jetzt hier einfach mal die Pokémon mit. Das ist schon ziemlich ergiebig, was so in der Gießkanne drin ist. Mal gucken, ob wir die Shorts vom Opa finden. Wo könnte denn der... Also wir fragen uns mal ein bisschen durch, wo... Wo ist Bürgermeister Lewis immer? Wir müssen doch eigentlich immer nur seinen Wegen, die er so abgeht, folgen. Ich finde es auch übrigens super, dass die Dorfbewohner überall rumlaufen, ne? Sich alles angucken. Du findest immer überall mal einen Dorfbewohner. Wo laufen die rum bei mir? Ich komme nie jemanden besuchen. Kann ich mal gießen? Alter, ich würde mich auch nicht besuchen kommen, ganz ehrlich. Ah! Fruchtfliege. Schmecke nicht so lecker. Ja, ich habe lecker Gelee und so, ne? Weißt Bescheid? Ich, habe ich noch Beeren? Geh mal Ramoth vorbei. Ich habe noch Beeren. Daraus würde ich jetzt gerne noch mehr machen. Aber ich könnte nicht noch mehr. Stein und Kohle, so viel! Okay, das ist ganz schön teuer. Aber ich finde das ganz lustig. Das ist jetzt, hat jetzt super lange gebraucht, aber warum nicht? Nein, ich will es da reinmachen, danke. Das heißt, ich hebe mir ein Gelee auf jeden Fall mal auf, falls es jemand haben möchte. Und später kann ich die eventuell auch verkaufen und es bringt ein bisschen Geld, würde ich behaupten. So, also. Ich gehe jetzt mal. Ich gucke, was hier noch Bürgermeisters Shorts, ja? Finde, bringe violette Shorts zurück. Vielleicht gibt es irgendjemanden, der klaut Shorts. Katze? Hast du die Shorts vom Bürgermeister geklaut? Nein, alles klar. Warte, ich gieß dich mal wieder. Geh mal weg jetzt. Danke. So. Hier. Lass mich durch jetzt. Die fette Katze immer. Hoffentlich wird es kein Alolas Nobilikat. So. Okay. Ich habe immer noch nicht auf dem Schirm. Ich meine, ich warte eigentlich nur auf meine Ernteerträge. Eigentlich müssten wir in die Minen gehen. Ich... Gucke mal, ich glaube, ich habe schon wieder einen Geburtstag verpasst. Ich neige dazu, Geburtstage zu verpassen. Nee, noch nicht. Jasks Geburtstag ist erst morgen, Gott sei Dank. Was ist hier los? Suche nach jemandem, der mir Kupfererz bringt, damit ich Untersuchungen vornehmen kann. Okay, jetzt können wir das aber wirklich mal mit dem Kupfererz machen. Jetzt gehen wir mal halt for real in die Minen. Guck mal, es sind noch keine Leute da. Da kann ich noch ein bisschen Müll wühlen. Sieht niemand. Und Alex ist da. Und Alex, wie geht's dir so? Ey, Bauernmädchen, ich habe eine Frage für dich.
etwas bloß auf, ne? Denkst du, ich werde je ein Profi? Nein, du wirst vermutlich scheitern und ein Verkäufer werden. Es ist dein Schicksal, eine Sportlegende zu werden. Vielleicht, wenn du viel trainierst. Ich bin kein Arsch, ich bin kein Arsch, ich bin kein Arsch, ich bin kein Arsch. Muss meine Hand dazu bewegen. Drück da drauf, drück da drauf. Drück da. Ich bin kein Arsch. Nein, ich bin doch kein Arsch, Mann. Jetzt, ich will ihm das so gerne sagen, aber ich bin doch kein Arsch. Nein, das stimmt ja, wenn er viel trainiert. Ja, nun, ich bin so gut, dass ich nicht so viel trainieren muss. Oh, hat es mir an der Nase gejuckt. Ey, oh, hat die Nase gejuckt. Die hat richtig gejuckt, das war unangenehm. Da musste ich gerade mal kratzen. Dinge passieren. Ich gehe jetzt dem Opa nach. Irgendwo war der Opa. Hier. Die Mondlichtquallen werden bald hier sein. Sie sind einer meiner Lieblingsattraktionen hier im Tal. Geh, geh, Opa, geh, ich verfolg dich. Irgendwo werden die ja wohl sein. Joppa, danke schön fürs Subscriben. Stalking. Hat er nicht gesehen. Ui, toll, hab schon wieder Müll im Müll gefunden. Läuft er jetzt hier lang? Ehrlich, ich gehe dem jetzt so nach, ne? Ich gehe da jetzt nach. Da will hier die Pokémon abgehen. Guck mal, Smetbo. Hallo, Smetbo. Ach, Tinnitus. Bisschen Tinnitus. Okay, er geht da einkaufen. Okay, gut. Da gehe ich jetzt auch mal rein. Okay, hi, Marnie. Ich hab Tierbedarf. Oh, kann keine Tiere kaufen. Doch, da. Huch. Hühner sind schon ein bisschen teurer. Ich glaube, ich brauche irgendwie so ein Heusilo oder sowas. Ich will nur sicherstellen, dass Marnies Geschäftsanforderungen alle erfüllt werden. Ah. Er will sicher gehen, dass Marnies Geschäftserfüllungen hier so und erfüllt und so. Ja, ja. Aha. Ja, ganz ehrlich, wo wir da sind. Aha! Geschäftsanforderungen! Mhm. Oh. Du kannst eine Sense benutzen, um aus Gras Futter zu machen. Aha. Ich muss mich also mit Marnie ein bisschen anfreunden, damit ich an die Hosen komme. Ja gut. Wow, alles klar. Ich bin ein bisschen aus dem Konzept gerade. Tiger, was? Tiger, die haben eine Affäre. Dieses Spiel ist so gut. Oh, hi. Ignoriere mich halt. Es muss erfüllend sein, den Pflanzen von der Saat bis zur Ernte folgen zu können. Es ist, als würdest du deine Essenz in die Frucht legen. Bist du deine Essenz in meine Frucht? Oh, na dann nicht. Jetzt wollte ich gerade mal einen kreativen Anmachspruch machen und dann nicht. Ja, wahrscheinlich auch eine Affäre mit dem Wasser, weil er da mal reinstarrt oder dran vorbeigeht oder reinpullert. Hallo. Oh, ich guck mal, ich hab ein Schwert. Na gut. Okay, ich die dann einfach mal. Ich schenke ihm Blumen, vielleicht mag er ja Blumen. Ich habe eine Edelficke. Tourette. Ich guck mal. Das ist für mich fabelhaft. Cool. Sind wir jetzt Freunde? Okay. Hm. Gut. Dann nicht jetzt weg. Ich glaube, ab 2 Herzen kannst du die jeweiligen Zimmer der Personen betreten. Na, da habe ich ja noch ein bisschen was. Wisst ihr was? Ich schenke dir jetzt auch eine Edelficke Zwicke Wicke. Wicke. Was? Klicken, klicken, immer schön klicken. Das sind Edelklicken. Die geben Views und Likes. Er ist ja immer noch da. Hier, eine Blume für dich. Danke dir. Oder du kannst natürlich hier direkt von mir auch Sachen kaufen, wenn du willst, ne? Ich will nur sicherstellen, dass Marnies Geschäftsanforderungen alle erfüllt werden.
Ihr habt vergessen, ich wollte in die Minen gehen. Ihr lenkt mich ab mit euren blöden Frühlingsgebaren. Es ist doch Sommer, Leute. Es ist Sommer. Warum verhaltet ihr euch so komisch? Ich gehe jetzt noch ein bisschen Minen machen. Gute Miene zum bösen Spiel. Die Zeit reicht doch nicht aus. Ich mache sicherlich nicht mehr viel. So ist das halt, lala. Es wird dann auch mal Zeit für eine Pause. Und jetzt singe ich nicht mehr mit, weil die Musik ist vorbei. Und ich habe wahrscheinlich sowieso asynchron gesungen, weil ich meine Kamera ja auf asynchron stellen musste. Und dann ist der Ton natürlich nicht ganz passend zu allem drum und dran, weil die blöde Webcam hinterher hängt. So, da atmen, wenn ich rede. Gut, gucken wir mal. Gehen wir mal auf Stufe 30. Eigentlich muss ich ja nur noch durchrushen, damit ich Stufe 40 mal erreiche. Es ist aber so dunkel. Kevin, mach das Licht an. Es ist so dunkel. Kevin. Ah, Zombie. Ich muss auch immer noch den Ort finden, wo es das Erdbeben... Alter, was ist dein Problem? Ah, Zubat. Oh, holy fuck. Das greift mich ja an. Ui, Stein. Ah! Das. Kacke. Komm mal weg. Ja, und ihr so, ich hab Spaß. Mann, das sind ja tolle Gegner. Da habe ich richtig Freude mit. Was für ein Traum von Gegnern. Ja, dieser Spaß. Ich habe schon lange nicht mehr so über Gegner gefreut. Nix hier weg hier. Oh, Gott sei Dank, hier ist ja ein bisschen Licht, ne? Die kamen irgendwie aus so Steinen raus. Voll gut, ich gehe einfach weiter runter. Schon ein bisschen hart gruselig gewesen gerade, muss ich ja gestehen. Also, der Zombie hat schon ein bisschen gelutscht. Also an uns. Ist schon ein bisschen festgesackt. Hallo? Boah, die Geräusche, die machen, war auch jetzt nicht so angenehm. Muss jetzt gestehen, das muss ich jetzt auch nicht nochmal haben. Habe ich da gerade Kupfererz aus einem normalen Stein bekommen? Einfach weiter runter. Weiter. Oh, nee. Dann komm mal da raus. Kritten, 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 Kritten. Ah! Gott. Blöden Zubatz! Ich habe gehört, es hat irgendwas, ein komisches Geräusch gemacht. Ich esse mal einen Müsli-Riegel. Mir zumindest mein Gesundheit wiedergegeben. Hallo? Wenn es hier drin war, wenigstens Musik gäbe. So ein bisschen. Manchmal schleudere ich die ja richtig zurück. Spam bringt halt wohl echt wenig, ne? Naja, zwischendrin muss ich echt spammen. Mann, das nervt! Wieso mache ich denn so wenig Schaden an denen? 3000 Jahre später! Oh, interessant. Ich will es aber gerade mal gucken, ob da unten noch was Spannendes ist. Ja, nicht so. Ich will ja eigentlich nur diese Ebene erreichen. Oh, Ebene 45. Okay. Ich würde einfach gerne nur Ebene 40 erreichen. Aber es wird schon wieder so spät, ne? Ist halt eigentlich ziemlich riskant von mir. So lange hier rumzudümpeln. Komm schon. Gib mir die Leiter. Oh, so um 22 Uhr sollte ich eigentlich wieder gehen. Ich hätte hier gerne schon so super creepy Musik und so. Das wäre echt schon angenehmer als das hier. Oh, guck an. Oh, hier ist ja richtig viel Kupfer. Gut, dass ich nochmal weitergegangen bin. Ah, la 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 la. La 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 la. Oh Gott. Ziemlich viel Kupfererz. Ich weiß nicht,
Ja, wir haben damit die Quest erledigt. Das ist gut. Müssen wir die heute noch abgeben? Nicht, dass ich die dann verpeile. Hallo. Oh, wir sollten uns... Ich sollte mich echt beeilen. Also, ich bin ja schon auf Ebene 35. Das reicht ja im Notfall einfach auch. Da können wir auch schon weitergehen. Aber das hier möchte ich noch... Wo? 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 Ich hör's doch. Ich hör's doch. Wo denn? War das nur die Federmaus? Ich hab Angst. Mami, was soll das? Was soll das? Das ist gruselig. Oh. Dich will ich, glaube ich, nur haben. Ah! Tschüss. Ich hab keinen Bock mehr. Schon spät. Ich will Haya Bubu machen. Ist mir auf den Sack. Ja, schüssen. Okay, wir haben einiges erledigt. Ich habe einen Gummistiefel gefunden. Okay, das bringt mir aber jetzt nicht wirklich was. Ja, ich lege die Sachen erstmal zu Hause ab und einige Dinge sollten wir wahrscheinlich auch einfach verkaufen. Hier wollte ich gar nicht hin. Schon habe ich mich verlaufen. Also im Notfall müssen wir wieder bei der Abenteurergilde vorbeischauen, aber eigentlich auf der nächsten Ebene müssten wir ja auch wieder was finden, was uns stärker macht. Und wir müssten ja auch mal ein Level abgehen bald. Denn ich habe mich in der letzten Zeit sehr durch die Minen gekämpft. Und man levelt ja dann auch kontinuierlich hoch, ne? Von daher. So, wie war denn das jetzt mit dem Sammeln? Zwei Tage. Muss nur mit Clint reden. Clint war der... Diggi, ne? Ja, glaube ich. Ich glaube, ja. Der mit dem Snoop... Nee, wir waren doch nochmal Clint. Ich hab vergessen, wer der Clint ist. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Und Dani nimmt den langen Weg. Ja, ich nehme immer den langen Weg, weil ich immer noch gucke, ob ich was übersehen habe. An Zeug. Hab's ja nicht eilig. So, das kann da rein. Das auch, das auch, das auch, das auch. Weil nee, die Dinge habe ich immer woanders drin. Das auch. Ich habe ja sogar mal Eisenerz gefunden. Woher kommt das denn jetzt auf einmal? Aber das kann ich so lassen. Okay. So, das, das, das. Ich weiß, ich habe doch selber im Let's Play gesagt, dass der obere Weg der länger, der kürzere ist. Habe es doch selber erzählt. Ich würde sagen, den Gummistiefel behalte ich jetzt einfach. Und wir verkaufen den dann. Oder wir können ihn auch, kann man ihn nicht auch jetzt verkaufen? Ich glaube, ja. Oh ja, ich weiß, ich werde müde. Aber ich kann ihn hier nicht verkaufen. Okay, dann muss ich ihn später in der Abenteurergilde verkaufen. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Gute Nächtle. Level up, seht ihr? Geht doch. Neues Koch-Bergarbeiter-Leckerbissen. Unsere Spitzhacken-Effektivität ist immerhin besser geworden. Also besser als gar nichts. Tja, das große Erdbeben war irgendwie... Vielleicht ist nur irgendwo ein Stein verrutscht oder so. Ich habe doch auch keine Ahnung. Wir werden es das nächste Mal vielleicht sehen. Wenn ihr wisst, was beim Erdbeben passiert ist, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, Leute, bei Stardew Valley.